Hallo, heute gibt es mal eine Produktvorstellung der anderen Art. Heute möchte ich nämlich einen Kopfhörer vorstellen, den ich mir bei Amazon bestellt habe von der Firma Bludio. Ich habe mir gedacht, im Hintergrund mal ein bisschen GEMA und lizenzfreie Musik laufen lassen von www.frametracks.de, die so nett waren und mir einige Stücke zur Verfügung gestellt haben für eben meine Aufnahmen und das, was ich euch zu zeigen habe. Ja, nun nochmal zu dem Lautsprecher. Das ist ein Over-Ear, ein recht großer, wie ihr oben auch schon auf der Verpackung seht, 57 mm Durchmesser, Bluetooth 4.1. Ja, bevor ich jetzt hier mit dem zum Karton weiterquatsche, so wird dann mich angeliefert, der Lautsprecher. Ich mache mal so eine Art Reopening. Den habe ich schon seit einiger Zeit in Benutzung. Ich wollte das hier mal mit vorführen. Hier ist er, schön eingepackt. Ich nehme ihn mal raus jetzt. So, hier ist noch so ein kleiner Karton, da ist noch ein bisschen Zubehör drin. Mal reingucken, Kabel. So, hier ist noch das Micro-USB-Kabel, ein ganz normales AUX-Kabel, 3,5 mm zu 3,5 mm Klinke-Stecker, wie man sieht. Das legen wir mal alles beiseite. Hier die Anleitung. Sehr klein gehalten. Ja, so sieht die aus. Steht das Nötigste drin. Packen wir die Verpackung mal weg. Kommen wir wieder zum Kopfhörer. Hier ist nämlich jetzt der Kopfhörer. So, hier ist der Kopfhörer. Schön zusammengefaltet. Wenn euch jetzt gleich irgendwo eine Stelle auffällt, wo etwas abgebrochen ist, der wurde nicht so geliefert. Nein, ich habe den. Hier ist ja schon die Stelle. Mir vom Kopf gerissen, Rucksack abgenommen, Kopfhörer vom Kopf gerissen, auf dem harten Steinboden geknallt, kleiner Sprung drin, nicht schlimm, funktioniert immer noch, muss ich schon mal sagen, super. Dafür ist der nicht ausgelegt, dass man ihn einfach mal so auf den Boden krachen lässt, aus fast 2 Metern Höhe. Ja, hier kann man die auseinanderfalten. Dann habe ich auch schon den Kopfhörer an sich. Na klar, die einigen sagen jetzt Plastikbomber. Ja, das ist ein Plastikbomber. Aber der füllt seinen Zweck. Hier sieht man die Bedienelemente. Das ist lauter, leiser, ein- und ausschalten. Hier habe ich so einen so Multifunktionsbutton, da drücke ich drauf, dann ist es Pause und Stopp bzw. Play-Pause. Lied nach Lied zurück, Lied vor. Hier unten sieht man den Anschluss, Micro-USB zum Aufladen. Hier sehe ich den Anschluss für mein Klinkenkabel, damit ich ihn auch direkt anschließen kann. Das werde ich jetzt gleich auch erstmal benutzen, denn ich probiere heute mal was Neues aus. Werdet ihr gleich sehen. Ja, hier ist das Polster. Das ist sehr schön. Also ich habe den seit ungefähr 3 oder 4 Wochen jetzt täglich in Benutzung und ich muss sagen, also für mich ist es okay. Ich habe einen ziemlich breiten Kopf. Der hat genug Anpressdruck, aber nicht so viel, dass ich irgendwie das Gefühl habe, den muss ich jetzt runterreißen vom Kopf. Also ein super Ding. Für mich zumindest. Hier rechts, links zu sehen in diesen spiegelnden Flächen. Naja, klar. Der fällt schon auf, weil er eben so aussieht mit den abgesetzten Silbersachen. Und das Bludio kennt keiner. Denkt jeder, naja, billig Ding. Ja, er ist preisgünstig. Ich habe dafür 30 Euro bezahlt. Aber ich bin von dem echt überrascht und der ist sein Geld auf jeden Fall wert. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Deswegen werde ich jetzt mal das ausprobieren, was ich vorhin so angedeutet habe. Muss ich mal die Kamera ein Stück hochstellen. So. Ah, knacken. Stativ. Ja, darüber habe ich jetzt auch den Sound mal aufgenommen. Vielleicht kommt es auch ein bisschen rüber, dass man merkt, das ist Stereo und so, als wenn ihr vor mir sitzt. Das war eigentlich der Sinn der Sache. Ja, das ist mein Arti von Artificial Head, sprich Kunstkopf. Ja, wie ihr seht, das ist ein Styroporkopf. Da sind einigermaßen vernünftig Mikrofone eingebaut. Ohren hat auch vernünftig, kriegt Silikonohren. Und damit versuche ich jetzt auch mal euch nahe zu bringen, wie sich solche Kopfhörer anhören. Ja, ich setze das mal auf.
Und dann kriegt ihr was auf die Ohren. Schöne ist, man hört mich immer noch. Das finde ich persönlich gut. Wenn ich draußen bin, will ich das nicht hundertprozentig abgeschottet haben. Das ist meins, das muss nicht euer sein, aber ich will noch irgendwas vom Verkehr und was um mich herum passiert mitkriegen. Was der Kopfhörer ungefähr noch leisten kann, gehe ich mal in den Equalizer-Modus. Nehme mal so ein Preset von Poweramp. Ich nehme jetzt einfach mal Bass Extrem. Ich weiß jetzt nicht, wie das sich anhören wird. Jetzt gehe ich mal auf Bass und Höhen. Klingt schon etwas gefälliger. Oder auf Rock. Es gibt auch noch für die, die den Bass nicht so mögen, weiche Höhen. Oder eben wieder linear. Und so spielt er linear. So viel zur Hörprobe des Kopfhörers. Dann kann ich meinen Arti hier nun auch mal wieder ein bisschen zur Seite stellen. Ja, also. Bludio. Turbine heißt der genauer gesagt. Und ich kann nur sagen, ein super Lautsprecher, ein super Kopfhörer, Entschuldigung, passt auch auf große Köpfe, habt ihr gesehen, der Arti hat schon einen großen Kopf, so etwa wie meiner, und das passt. Wenn jetzt einer sagt, die Ohren, die waren ja gar nicht ganz abgedeckt, natürlich nicht, dieser Kunstkopf, wenn man ihn, also mein Kunstkopf, der hat natürlich Silikonohren und die sind, auch wenn sie aus Silikon sind, nicht so flexibel wie die eigenen. Und auch der Kopf ist natürlich sehr symmetrisch und sehr, sehr geradlinig. Muss man dazu sagen, dieser Kopfhörer passt nicht unbedingt auf jeden Kopf. Denn ich habe hier nur einen gewissen Spielraum, der ist nicht allzu groß. Auf meinen Kopf passt er. Also wenn jemand sagt, der ist nicht zu gebrauchen, dann sicherlich eher, dass der doch eingeschränkt ist in der Art und Weise, wie ich die Ohrpolster auf den Ohren ausrichten kann. Ja, aber das soll es auch gewesen sein. Der Form halber nochmal hier oben, das hatte ich nicht erwähnt. Auch dieses Polster ist wirklich genauso toll wie die Ohrpolster. Da stinkt auch nichts. Der Kopfhörer, der kommt aus der Verpackung und da ist kein chemischer Geruch, nichts dran. Von daher, würde ich einfach sagen, probiert es aus. Ich würde dem eine Chance geben. Ein super Gerät, ein super Sound. Ich setze den sehr gerne auf und ganz ehrlich, wenn mir der mal irgendwie runterfällt, so jetzt, tut es auch nicht ganz so weh, wenn er eine kleine Macke kriegt, wenn ich ihn irgendwo vergesse. Wenn er mir irgendwie abhanden kommt, ist das nicht ganz so schlimm, als wenn ich hier so eine 200-Euro-Maschine auf dem Kopf habe. Hört mal euch einfach an. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.